Guten Morgen, es ist Samstag und wir haben über 100.000, jawohl, wir haben über 100.000. Nicht, dass das jetzt irgendwie wichtig wäre, aber Moment mal, das ist ja gar nicht über 100.000, das ist über 1 Million, aber ich habe ja auch über 1 Million gemeint. Ja, okay, heute hat Alex Geburtstag und es regnet wieder. Ah ja, schade. Es regnet an Alex Geburtstag. Schauen wir mal, was da im Postkasten ist. Ah, guck mal, Willi hat was geschickt. So, lieber Lario, und deine Angelfertigkeiten übertreffen sogar die von vom alten Papi. Was auch immer das heißt. Ich bin beeindruckt. Dieser Sternentropfen wurde weitergereicht von Willi Senior zu Willi Junior für, ach Mist, wahrscheinlich 1000 Jahre. Achso, da ich selbst keine Kinder habe, wollte ich, dass du sie hast. Ja, wunderbar. Dankeschön. Dann esse ich die gleich mal und werde noch stärker und kräftiger. Dann kann ich es ja bald mit Alex aufnehmen. Aber wir haben noch einen Brief. So. Ja, schmeckt nach Kuchen. Genau. Okay, ich habe noch mehr Energie bekommen. Und Sandy hat einen Kaktus geschickt. Da wird sich doch Jas oder Vincent sicherlich drüber freuen. Die mögen das ja. Ach, und da ist auch was fertig geworden. So, alles einsammeln und gleich wieder neu befüllen. Und dann noch mit den Tieren kümmern. Verkaufskiste ist dort, ja. So, aber dieser eine der Kaktus, das ist nur so ein ganz einfacher, den stecke ich mal damit rein. So, neu befüllen. Womit befüllen wir das denn? Da ist ja nicht so viel da. Ja, komm, wir nehmen mal, geht das mit Sonnenblumen auch? Oder hier mal wieder Hopfen. Ja, genau, wir nehmen den Hopfen mal. Das sollte doch auf jeden Fall, oder? Bei diesen Dingern hier, Hopfen. Ja, es geht. Was kommt da jetzt raus? Pale Ale? Also helles Bier? Ich meine schon. Okay, ich habe noch genug Platz, dann... Ja, da kann ich offen lassen. So. Dann sammeln wir doch mal die Eier ein. Und die Mayonnaise. Hallo, was mache ich denn wieder? Ja, ist gut. Lass mich doch mal dahin. Ach, da ist noch ein Ei und noch ein Huhn. Alles ist mir wieder im Weg und das Inventar ist voll. Aber ich kann ja schon mal wieder weitere Eier da reinstecken. Zum Beispiel auch die. Nein, da steckt ja schon was drin. Und da, so, dann kann ich wieder Mayonnaise einsammeln und da noch Eier. Das kann gleich da rein. Oh, da sehe ich ja jetzt erst eine Hasenpfote, haben wir da. Oh, das ist... Ich habe eine Hasenpfote gefunden. Ah, ja, gleich einsammeln. Ich habe eine Hasenpfote. Also jetzt will ich mir aber... Looks fine, okay. Ist die vielleicht von dir? Looks fine, hm. Ich habe tatsächlich noch eine Hasenpfote bekommen. Ach, schön. Ja, wunderbar. Jetzt will ich aber gleich nochmal den Fernseher anwerfen und gucken, was die Geister denn so sagen. Oh, ich habe eine Hasenpfote. Ich begreif's nicht. Ich habe noch eine Hasenpfote. Ach, sehr schön. So, dies hier. Neutral heute. Also, das verstehe ich jetzt auch nicht. Die Kaninchen sahen einfach so gut aus, also so normal gut irgendwie. Glück habe ich heute auch kein besonderes. Ah ne, da muss ich raus. Ja, okay, gut. Hasenpfote, wo haben wir sie? Da unten. Gleich zwei? Ich fasse es nicht. Ich habe gleich zwei. Ne, ich will nur eine verkaufen. Ich will nur eine verkaufen, die andere hebe ich mir auf. So, schnell weg hier. Nur keine Dummheiten machen. Ich habe gleich zwei Hasenpfoten bekommen. Na gut, ich habe auch zwei Häschen. Ja, also, okay, gut. Eine Überraschung nach der anderen. Ist hier noch Platz? Ja, komm hier, da packe ich die jetzt mit rein.
So, und jetzt mache ich das restliche Inventar leer, dass ich nochmal Platz habe für die Kühe. Also nicht für die Kühe, sondern für die Milch und den Käse. Komm, das Ei kommt jetzt auch weg. Ja, weg hier mit dem Hopfen, das große Ei kommt weg. Hätte ich in die Mayonnaise-Maschine hauen können, aber ja, egal. Genauso wie die große Milch, aber ich habe sonst keine Milch mehr, oder? Doch, hier, mit silbernem Sternchen. Dann haue ich die in die Käsemaschine. So, die können dann da unten hin. Und diese da oben. Okay, den Honig sammle ich nachher ein. Jetzt geht's erstmal zu den Tieren. Ah, ich habe sogar 2 Jahre aus dem Pfoten bekommen. Ach, schön. Ja, Moment mal, das mache ich jetzt mal. Wo ist denn der Stift? Hier, ich streich die mal ab. Wo haben wir sie denn? Ja, hier, da. Moment. So, und das auch. Von Willi und von Mario haben wir auch was bekommen. Für die, also diese Sternfrucht da. Ne, nicht Sternfrucht, ihr wisst schon, Stardrop-Dingsbums. Ach so, nee, melken. Okay, heute nicht. Da war du, ja, sehr gut. Und wie ist mit dir? Du auch. Und die andere Ziege? Nein, Pi hat heute keine Milch. Einmal um die Kuh herumgelaufen und dann hat sie doch keine Milch. Ich glaube, die wechseln sich wirklich ab. Eine Kuh durchbricht die Reihenfolge. Okay, dann bin ich aber auch schon durch. War heute nicht so ergiebig, aber ist ja nicht so schlimm. Nein, die Kiste kann ich nicht melden. So. Und 4 Kuh. Also das sind ja die übrig waren noch vom letzten Mal. Da war da noch eine Ziegenmilch. Und 2 kleine. Ist da noch jetzt was übrig? 2 große und da 2 kleine mit silbernem Stern. Die hebe ich natürlich auf. So, aber heute ist doch Samstag. Heute hat Alex Geburtstag. Nö, ich lass zu, weil es regnet. Und da wollt ihr ja sowieso nicht raus. Ach so, aber ich reite mit dem Pferdchen. Und ein Amethyst ist auch fertig geworden. Boah, sage ich nicht nein. So, aber da war jetzt noch Honig. Da nehme ich auch. Oh, und da habe ich ja noch am Baum Früchte hängen. Dann rütteln wir doch mal am Baum. Alex kriegt sein Geschenk noch. Auf jeden Fall. So, wunderbar. Und dann haben wir hier noch was. Nehme ich auch gleich mit. Und wenn ich schon hier bin. Nee, nicht angeln. Ich wollte hier einmal mit der Sichel da durchgehen. So, hier alles ein bisschen frei machen. Das letzte Mal ist ja auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich da mit der Sichel durchgegangen bin. Ah, aber schön, wie das Gras alles nachwächst. Das gefällt mir. Und, naja, jetzt sind die Tiere ja nicht draußen. Na, dann futtern sie natürlich das Heu im Stall. Ich müsste die mal länger drin lassen, dass die alles wieder zu... Ja, das ist zu lange. Das wird ihnen nicht gefallen. So, das reicht jetzt mal wieder. Okay, jetzt aber auf zu Alex. Ah ne, Moment, erst noch was in die Kiste schmeißen hier. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und die hebe ich auf. Ja, ich glaube, das war es ja dann sowieso schon. Okay, so. Das Ei für Alex schon bereitlegen. Und los geht's. Also nochmal, Alex wohnt doch bei den 2 alten Leuten. Bei George und Evelyn. Und da es regnet, ist er sicherlich zu Hause. Da oben müsste das sein. Oh, da passiert was. Er ist wieder am Trainieren. Hast du denn jetzt schon ein Buch gelesen, Alex? Oh, hey, hab gerade meine täglichen Kräftigungsübungen gemacht. Tut mir leid, dass ich kein T-Shirt anhabe.
Larion, ich glaube, ich müsste mal mit dir über was sprechen. Ja, was denn? Ja, erst dazu. Nun, ich habe bemerkt, dass ich in letzter Zeit ziemlich grob zu dir war. Ja, wieso denn? Warst du gar nicht. About going pro and all that. Das verstehe ich jetzt nicht. Going pro and all that. Nee, verstehe ich nicht. I might not actually be cut out. Das verstehe ich auch nicht. Also ich glaube, das ist nicht gerade vorteilhaft, wenn ich professioneller Sportler werden will. Aber vielleicht war das nur ein kindischer Traum. Weißt du? Wie, das mit dem professionellen Sportler? Wie auch immer, ich will mich gerne entschuldigen für das eben. And being annoying. Ich verstehe es nicht. Worum geht's hier eigentlich? Auf jeden Fall schätze ich, dass du ein Freund geblieben bist, trotz all dessen. Ja, ich wollte dir doch was schenken. Heute hast du doch Geburtstag. Achso, das motiviert ihn jetzt so sehr, dass er gleich viel mehr stemmen kann. Ja, schön. Okay, aber... Hier, guck mal, ich habe ein Geschenk für dich. Ja, du hast heute Geburtstag. Ja, gut. Schön. Okay, wie stehen wir da jetzt dazu? Zu Alex. Alex, wo haben wir den guten Alex? Oh, der ist weit unten noch. Ja, okay. Warum ist da jetzt noch eine Lücke? Bei Penny? Ja gut, bei Penny sowieso. Ach, weil das Geburtstagsgeschenk ja nicht zählt hierzu. Das heißt, wir können ihm morgen noch mal was schenken. Oder heute schon? Ich versuch's mal. Nee, aber eigentlich geht nur ein Geschenk pro Tag. Wobei das Geburtstagsgeschenk da... Ja, geht nicht. Da nicht mitzählt. Ja, doch, das zählt eben schon mit. Ja, okay. Ach, wisst ihr was? Wir haben ja sonst nichts weiter zu tun. Ja, Geschenke verteilen ist ja auch nicht mehr, oder? Wir haben noch alles. Moment, ich muss mal nachschauen. Oder nee, ich glaube, zu Sandy müssen wir noch fahren. Alex? Ja, das hat ja nicht gezählt jetzt. Nee, zu Sandy? Nee, wir sind sie alle durch für diese Woche. Allen, denen ich verschenken will, habe ich was geschenkt. Okay, gut. Dann werden wir jetzt nochmal in die Mine gehen. Ja, wir können ja mit der Lore hinfahren. Die ist doch gleich hier um die Ecke. Oder auch nicht. Doch, hier. Oh, da kann ich noch ein Blümchen einsammeln. Auf dem Weg dahin. So. Ja, in die Mine. Also, nochmal. Morgen hat jetzt keine Geburtstag. Genau, heute am Samstag hatte Alex noch Geburtstag. Okay, Schwert habe ich in der Hand. Ach so, Moment, ich wollte ja hier Steine klopfen. Vielleicht finden wir nochmal ein schönes Mineral. Auf jeden Fall haben wir erstmal die Treppe nach unten gefunden. Die Leiter nach unten gefunden. Das ist doch schon mal was. Ja, und sonst nur Stein. Kupfererz sehe ich gerade noch. Obwohl ich das eigentlich auch nicht mehr brauche. Lass mich in Ruhe da, Schleim. Ich will nur Steine abbauen. Oh, da sind die Kohle-Dinger da. Wie habe ich die immer genannt? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ja, einmal Kohle bekommen. Naja, ist nicht so viel, aber okay. Ja, den einen Stein da hinten muss ich jetzt nicht unbedingt einsammeln, ne? Ich will doch Amethyst, Amethyst, ja, hätte ich auch gerne, aber lieber noch hier so Geoden. Ich brauche Geoden. Ist denn schon ein Geode irgendwie dabei gewesen? Nö, das kann ich gleich mal wegschmeißen hier. Das Erz will ich nicht wegschmeißen. Nee, leider noch kein Geode dabei gewesen. Wo verstecken die sich denn? Es gibt doch auf jeder Ebene Geoden. Ah,
Hallo, der hier. Aber wie kommt es denn, dass ich nur 24 Steine habe? Also, das heißt, einige von diesen Steinen, die ich da zerhaue, und die zerfallen einfach so, ohne dass da was geschieht. So, jetzt mal runter da. Oh, das sind doch mal ja so Kohle. Ach, Kohleteufelchen habe ich die doch genannt. Na, und das Gespenst doch mal. Oh, was hat das fallen lassen? Moment, ich muss erst noch mal... Der kommt gar nicht hierher, oder? Aber da kommt wieder eine Fledermaus. Und da ist noch mal was. Ach, das lohnt sich ja direkt hier. Also, ich habe jetzt noch keine Geode gefunden. Also, der Schleim kann weg hier. So, die Steine auch. So, ich will das Gelbe haben hier. Ach, das war Golderz. Ah, okay. Ja, jetzt ist das Inventar aber auch voll. Denn selbst wenn ich jetzt... Ah, nee, das kann noch weg. Aber davon, das kann auch weg. Davon habe ich auch so viel. Das Golderz hebe ich aber auf. Okay, gut. Dann mehr Kohle. Boah, das sind ja richtig viele. Dann noch eine Fledermaus. Okay, und... Ja. Jetzt nochmal aussortieren. Das hier soll weg. Ja, 9 Stück Kohle. Das hat sich doch gelohnt. Okay, aber... Ich bin ja immer noch auf Geoden aus. Den kann ich ruhig auch mitnehmen. Oh, guck mal, da haben wir noch was. Den Kristall kann ich da auch lassen. Brauche ich jetzt auch nicht. Wir haben es erst 7 Uhr, also wir haben noch reichlich Zeit. Na, komm. Oh, da liegt ja noch eine Kohle. Hab ich doch glatt noch eine Kohle übersehen. Ah, Moment, Frozen. Ah, Moment mal. Da haben wir ja schon 3. Oh, cool. Ja, ich habe ja gesehen, dass da noch irgendwas reinkam. Ich dachte, das wäre so eine gefrorene Träne. Genau, gefrorene Träne heißen die. Aber wir haben auch gefrorene Geoden. Sehr gut. Und davon haben wir jetzt schon 3 Stück. Dann besteht ja Chance, dass da was Interessantes drin ist. Werden wir uns dann morgen anschauen. Wir müssten ja zum Schmied kommen. Ja, komm, jetzt gehen wir erstmal nach unten hier. Am Sonntag. With Monster. Oh. Ach nö, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Nö. Nee, das muss nicht sein. Aber, ja, och, wir sind ja noch hier, ne? Ja, komm, dann gehen wir noch mal auf eine andere Ebene. Boah, nehmen wir doch mal hier Ebene 25. Vielleicht ist da ja was Interessantes. Auf jeden Fall sind da viele Steine. Und ich finde gleich die Leiter. Ich will mich da nicht mit dir anlegen. Ich gehe woanders hin. So, aber ich glaube, früher oder später werde ich das wohl machen müssen. Aber erstmal ist da Schleim dran hier. So. Das ist auch nur ein Schleim. Ja, okay, den will ich sowieso nicht mitnehmen. Halt, Moment. Ha, jetzt habe ich den auch erwischt. Hat der was fallen lassen? Kann ich jetzt nicht sehen, aber wahrscheinlich... Wo kommt der Fisch her? Ich habe da einen Fisch im Inventar. Den hat wohl irgendjemand fallen lassen. Ja, vielleicht war es ja eben gerade das Monster von gerade eben. Na, so. Da haben wir noch einen Stein. Da ist aber auch nichts weiter als ein Stein drin. So, jetzt eben noch die Larven da. Das kann ich nicht mehr aufsammeln. Ja, macht nichts. Da kann ich ja auch nur Köder draus machen und ich habe genug Köder. Habe ich jetzt hier schon irgendwas gefunden? Obwohl es andererseits auch sinnvoll wäre, wenn ich... Ach komm, es ist 10 Uhr jetzt. Autsch. Jetzt gehe ich nach Hause. Wenn ich nochmal in die... Moment, wo muss ich hin? Da? Ja. Nach Ebene 0. Wenn ich in die Frostgegenden ginge, denn da könnte ich so eine Frostgeode nochmal kriegen. Ach, das Pferdchen habe ich jetzt stehen lassen. Naja, egal. Es findet von alleine nach Hause. Und da haben wir nochmal Honig, aber das nutzt mir alles nichts, denn ich muss jetzt erstmal das Inventar ausleeren. Ah,
Stein. Das da. Kann ich da? Ah, hier Kohle noch. Ich könnte ja. Ja, komm, da war so viel. Moment mal, wieso sind. Ach so, falls ich doch noch so eine Junimo-Hütte bauen will. Ja, okay. So, Eisenerz. Machen wir doch mal Eisenbarren. So, bleibt noch einer übrig. Honig kann da rein. So, morgen kann ich ja schon wieder Geschenke verteilen. Das ist auch gut. Und der kommt wieder da rein. Ja, der Stall sollte immer noch zu sein. Ja, der ist immer noch zu. Moment mal, ich hab doch... Ja, doch, hab ich. Im Gewächshaus nämlich anpflanzen. Ja, hab ich gemacht. Okay, so, dann schaue ich noch, da ich ja noch ein bisschen Zeit habe, nochmal eben da rein, um da nochmal Wasser nachzufüllen. Oh, da ist nur einer leer. Na gut, dann fülle ich ihm bei dem einen nochmal was nach. Autsch, der hat mich jetzt doch noch erwischt. Hey, nicht nochmal. So. Ja, ich habe auch leider kein Schleimei gefunden. Hm. Ja, na, dann eben nicht. Dafür habe ich 2 Hasenpfoten bekommen. Das war doch heute, oder? Ach ja. Ich meine schon. Na, ist auch egal. Ich gehe jetzt ins Bett. So. Ich sag schon mal gute Nacht. Gute Nacht. Oh ja, hat sich wieder richtig gelohnt. Und die Hasenpfote, es war immerhin eine goldene, bringt auch ziemlich viel.